versuche das so schnell wie möglich zu machen, um das halt für euch auch so ein bisschen zu verkürzen, weil das, da habe ich, glaube ich, eine ganze Folge bei ERA drin verbracht. Und das ist natürlich schon dann heftig lange. Wir sind ja schon bei 64. Naja. Anfangs haben wir das ja in ERA sogar noch so gemacht, quasi. Ne? Da hat es ja noch länger gedauert. Und ich werde jetzt auch nicht das ganze Lapis draufhauen. Ich werde einfach versuchen... Also ich meine, jetzt bis 450 werden wir sicherlich mit dem Lapis nicht kommen. Da wird uns irgendwas fehlen. Wir werden irgendwas so um die 300, denke ich mal, auskommen. 300er Modifier. Weil 64 und 64 sind ja... Also 2x 64 sind ja 100... Dings. So. 128, genau. 128 und 128 sind 256. Das heißt, wir haben 256 auf Lack von 450 maximal. Und wir haben immer noch den Dings remaining. Und was ich auf jeden Fall... Ach, siehst du, das habe ich, glaube ich, jetzt gerade voll vergessen mitzunehmen. Aber macht nichts. Wir können auch hier unten gleich eben das selber abbauen gehen nochmal. Weil ich möchte auf jeden Fall auf dieser Spitzhacke ein fucking Auto-Repair haben. Und ich denke mal, ihr wisst warum. Weil ich nicht Bock habe, nochmal so lange Stahl zu farmen. Ich meine, wenn wir die Menülin haben, dann ist das schon tausendmal einfacher. Aber ich möchte halt, wie gesagt, nicht in Verlegenheit kommen, nochmal so lange für Stahl zu brauchen, wie jetzt. Das hat ja jetzt schon ewig gedauert. Ah, dieses Geräusch, dieses... Ne, hier dieses Sägen. Das macht einen auch so ein bisschen bekloppt im Kopf gerade. Weil ich die ganze Zeit versuche, so schnell wie möglich das hier fertig zu kriegen, damit ihr so wenig wie möglich... ja. In diesem Bildschirm verbringt. So, den Haste packen wir noch drauf. Weil Redstone haben wir ja auch genug. Haste brauchen wir allerdings nur bis 50 drauf packen. So, 256 bis Luck haben wir jetzt. Das ist immer noch Glück 1. Wir haben in ERA ja Glück 3 sogar drauf. Und dann werde ich alles Wichtige erstmal gleich... So, jetzt haben wir... den Redstone fertig. Oh. Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich habe den Modifier dadurch jetzt verändert. Scheiße, wie kann ich das jetzt wieder runternehmen? Geht das überhaupt? Oh Mann, 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 oh Mann. Warum bin ich so blöd? Warum bin ich so blöd? Psch, psch, psch. Warum bin ich so blöd? Psch, psch. Jetzt habe ich einmal Haste zu viel drauf gemacht und dadurch habe ich den zweiten Modifier. Aha, Moment, da gab's doch irgendwas, da gab's doch irgendwas. Der Mega hat das erzählt. Da gab's was, um einen neuen Modifier drauf zu hauen. Ah, Mist. Da, das war das, ne? Seidiger Edelstein. Jetzt... Warte mal. Da gab es doch irgendwas, um einen Modifier drauf zu kriegen. Oder gibt es irgendwas, um den Modifier zu entfernen? Fuck. Kacke, 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 kacke. Kacke. Wo ist das Buch? Da ist das Buch. Schnell lesen. Modifier. Modifiers, so. Ganz weit nach hinten. Slimy Mud. So, Durability 30, Handle Modifier. Full Tool Durability, Speed Stone, Base Attacks, Null Hearts, Modifier, Writable Modifiers. Ah, Mist. So. Das war für Durability und Mining Level 3. 50% mehr Durability. Mining Level increases to Level 2. The boost is 4.0. Making a wood pickaxe in speed to iron. Not useful on weapons. Type multi-use. Stackable, yes. Das wollte ich nämlich noch, Auto-Repair wollte ich nämlich noch draufhauen. Smeltery ist auch nicht schlecht, aber Auto-Repair ist besser.
Das war das. Lava Crystal. Okay. Lack. Schärfe. Feuer. Necrotic. Heals the player every time a monster is attacked. Heals one heart per bone. Allows blocks to be harvested directly. Okay, damit kann man es direkt. Achso, das ist Silk Touch. Ah, okay. Not compatible with the luck or auto smelt. Also, das ist schon mal nicht mit Luck und auto smelt kompatibel. Aber die Frage ist: Ist Auto Repair und Smells Block? Habe. Stacks with luck. Not compatible with Silky. Okay, also Auto Repair scheint immer bis jetzt zu funktionieren. So, das ist jetzt ne, wie man den macht. Adding Obsidian Plate to your tools seems to help with its durability. Adds the material to reinforce the tool stacks with previous levels of reinforced. Single use. Yes, okay. Adds a knockback tool, okay. Hauptsache, da ist so ein kleiner Kolben dann drauf. Schön. Beheats mobs, enemies drop their heads as a result. Okay. Macht extra Damage an Spinnen. An Untoten. Achso, um den Block zu bekommen, musst du ein Knochenmehl, eine untotes Händchen hier und Erde zusammenpacken. Dann wird es der Block, den musst du brennen und dann wird es der andere. Electric, okay, Electric ist auch nicht schlecht. Additional Modifiers. Working the tool with a block of gold and a diamond makes a tool more allowing. Was? Malleable? Allowing for more modifications. Adds an. Okay. Den müssen wir auf jeden Fall machen, damit wir einen zusätzlichen Modifikator bekommen. Okay, das werden wir dann jetzt machen noch. Und dann müssen wir den Cut schon setzen, scheiße. Ein Goldblock brauchen wir und wir brauchen einen Diamanten dafür. Ein Goldblock, ein Diamant, ein Goldblock, ein Diamant, ein Goldblock, ein Diamant. Wo kriege ich jetzt Gold her? Habe ich denn noch Gold? Ich glaube, ich habe noch nicht mal mehr Gold. Haben wir nicht letztes Mal Gold mitgenommen? Ich weiß es nicht. Haben wir Gold hier irgendwo drin noch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Shit. Und wenn... Ah, doch, wir könnten zur Not die ganzen Rüstungen schmelzen, die wir noch haben. Von den ganzen Monstern hinten in dem anderen Gedönse. Ah, guck mal, da kann ich sogar noch ein bisschen Lack mit aufbessern. Ja. Und ich glaube, dann wird es mal wieder Zeit für eine fucking Mining-Tour. Nicht nur wegen Kobalt und so, sondern jetzt im Allgemeinen eine Mining-Tour. Um wirklich wieder mal so alles Mögliche aufzufüllen. An Gold, an Eisen, an Lapislazuli, an... Na, wisst ihr schon. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückrennen. Also deswegen ist es so ein bisschen blöd, dass ich das hier alles so weit auseinandergebaut habe. Nur deswegen. Weil ich immer hin und her rennen muss, wenn ich was brauche. Doof. Aber die Mining-Tour machen wir dann in der Nähe von BM, sozusagen. Dann können wir die Korridore auch graben vielleicht bei BM. Ach ne, wieso renne ich jetzt über die Brücke? Ich habe ja noch keinen Shortway hier gebaut. Au! Ja, super. So, dann einmal hier das Trinken. Der frische Wasser. Vor allem der frische Wasser. So. Dann rennen wir mal wieder da hinten hin. Nach Hause quasi, schmelzen dann den ganzen Gold ein, damit wir einen Goldblock herstellen können. Ich hoffe, das reicht dann auch. Also ein so ein Kettenhemd hat einen Stahlbarren gebracht und wiederum ein Stahlbarren hat mir diesen Kopf hergebracht. Und ich schätze mal, ich muss mindestens 9 dieser Goldrüstungen dann einschmelzen. Ich hoffe, wir haben so viel, um einen Block rauszubekommen. Ich schätze es einfach mal, weil 1000, was hatte ich aufgeschrieben beim letzten Mal? 1900, ne, 1026? Nee, Quatsch. Irgendwas über 1000, 1200 irgendwas waren ein Block quasi.
Oh, grüne. Sind die irgendwie besonders? Nö. Die sind nur grün. Okay, dann schwimmen wir mal wieder hier rüber. Ach ja, die Brücke finde ich aber auch eigentlich ganz geil. Das Konzept meiner Brücke. Nicht mal, naja, sich selber loben ist immer so eine Sache, ne? Steht eigentlich hier hinten noch der. Irgendwo hatte ich doch hier hinten was versteckt damals. Muss ich mir mal angucken, ob der da noch steht, der Command-Block, ja, um hier die Game-Mode-Regel, die Mob-Regel auszustellen, dass die Creeper-Explosionen hier Sachen wegsprengen. Weil ganz ehrlich, das fände ich richtig scheiße, wenn das so wäre. So, nein, hier war auf jeden Fall nichts an Goldgedönse. Da oben, wenn. Bei den benutzten Sachen. Und bei den benutzten Werkzeugen unten, eventuell. So, unbenutzte Werkzeuge. Da haben wir noch zwei Goldschwerter. Da haben wir noch ein benutztes Goldschwert. Da haben wir schon mal drei. Das sollten dann drei Barren theoretisch sein. Da haben wir den Diamanten. So, drei. Vier, fünf. Ich muss jetzt irgendwas ablegen. Ich weiß gerade nicht, was ich ablegen soll. Hier, die Steinscharts weg. Drei Fackeln weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, obwohl, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier Glasflaschen. Und den Steinsensenkopf lasse ich erstmal hier. Also 5, 6, 7, 8 Plätze habe ich. Einen brauche ich noch. Lass mal die Kohle hier. Dann habe ich 9 Plätze für das. Und den Diamanten habe ich ja natürlich auch mit. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, wir haben so kein Schwein gerade. Wir brauchen noch einen Barren quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scheiße, wir haben kein Schwein gerade damit. Wir haben jetzt schon alles geplündert, was hier an Gold ist. Nein, da haben wir noch Schwein. Da sind noch zwei Goldharnische, die noch intakt sind. Auch wenn wir jetzt natürlich das eine einschmelzen müssen mit Dings. Hier, den, ne? Weißt du schon? Ah, Mann, jetzt habe ich wieder die. Ah, jetzt wollte ich gerade gucken, weißt du? Geht das? Funktioniert das? Kann man hier den Pipapo da, ne? Kann man den schmelzen? Quatsch. Kann man den Reinforced-Dings da, irgendwie. Weißt du schon? Kann man den irgendwie benutzen? Kann man da irgendwie. Mein Gott, sag mal schnell. Kann man damit. Kann man den verzaubern? So, kann man. Wollte gerade gucken, kann man den verzaubern? Die Spitzhacke, aber die ist ja da hinten. Die haben wir ja gar nicht mitgenommen. Die ist ja noch da hinten in dem Worktable. In Crafting Table. Einmal reinspringen. Was soll's? Einmal eine Arschbombe hier. So, jetzt beeilen wir uns. Und dann müssen wir gleich den Cut setzen. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Okay, ich muss jetzt definitiv jeden Moment den Cut setzen. In 5 Minuten kommt derjenige. Das soll ja nicht in der Aufnahme passieren. Ich werde die Dinger jetzt quasi erstmal in die Schmelze reinhauen und den Rest machen wir dann gleich nach dem Cut. Und den Cut setze ich dann halt eben kurz da noch und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Weiß Bescheid. Brauche ich ja jetzt nicht weiter drüber erzählen. Habe ich ja jetzt die ganze Zeit schon drüber erzählt. Und dann schmeiße ich vor allem mal hier die Tasse da rein. In die Spülmaschine, beziehungsweise in die Spüle. Weil ich ja gerade gesagt habe, die sieht schon nicht mehr so dolle aus. Obwohl die gerade heute, ne, frisch aus dem Dings rauskam und ich jetzt nur Kaffee getrunken habe. Und da sieht man dann halt schon mal so, wie extrem Kaffee eigentlich auch sich absetzt auf Zähne etc. Und ne, auf diesem Porzellan ist es total braun. Es ist einfach ekelhaft dann irgendwann. So, wir schmeißen jetzt hier alles rein. Warten darauf, dass es fertig wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder
in einer nächsten Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Bis dahin, euer Palooza LP. Gehabt euch wohl, lebet wohl, seid frivol.